So. Einmal eine Tür und einmal eine Treppe. Ich weiß, es sind vier Treppen, aber geht nicht anders. Weil wir müssen hier ja hoch. Machen wir einfach so. Zacki und Zacki. Sieht ganz schön aus. Und einmal mit dem Rasenmäher durch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube schon eine ganze Weile. Aber Minecraft ist halt einfach so ein Spiel, wo man sich dann stundenlang verweilen kann. Dann bleibt man halt einfach mal hängen. Stimmt, scheiße, wir wollten ja den Sand verarbeiten. Das hier muss ich auch noch ausheben. So, jetzt sieht es gut aus. Sand da rein. Brauche ich noch einen zweiten Ofen. Gib mir Stein. Auch noch einen zweiten Ofen. Da kommt das hier rein. Kann ich das hier brennen? Jo, geht sogar. Da muss ich hier raus das machen und ein paar Stäbe. Damit ich mir Zäune bauen kann. So, so. Perfekt, ein Stack Zäune. Wir fangen schon mal an, die anzubauen. Ist immer noch erweiterbar. Ich weiß, hier können Viecher drüber springen, aber wie gesagt, ist erst der Anfang. Machen wir jetzt einmal mal so breit, wie unser Haus ist. Zum Glück wohnen wir nicht im Dschungel, sonst könnten die Ozelots kommen und die Hühner killen. Ja, wir können hier sowieso noch nichts bauen, weil hier Viecher drüber kommen. Scheiße. Und ich möchte drei hochbauen, weil eben. Wenn sie schlau sind, können sie trotzdem immer noch drüber springen, aber ja, zum Glück sind die Viecher an und für sich sehr dumm. Wieso habe ich Knöpfe? Woher kommen diese Knöpfe? Die Eier packe ich auch wieder rein, das auch alles rein. Ich brauche noch einen Faden, dann kann ich mir einen Bogen bauen. Ich sollte hier noch ausleuchten. Einfach mal für den Anfang auf dem Boden. Hier dann, daran und daran, damit hier alle sehen, hier wohne ich. Wir haben immer noch kein Schaf gefunden. Das ist ziemlich ätzend, ziemlich dumm, dass es hier keine Schafe. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit der Mine, die hier auszuheben. Die ist jetzt 4 breit. Wenn ihr irgendwie einen Plan habt, wie man optimal minen kann, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ihr seid bestimmt besser in Minecraft als ich. Schreibt es mir in die Kommentare, wie man optimal minen kann, damit man viele Rohstoffe und alles findet, dass einem nichts entgeht. So, dann werden wir morgen wieder dann den Wald ein bisschen verkleinern. So.
sobald das Glas dann fertig ist, werden wir mit dem Glasbau anfangen. Mal innen, und sobald es Tag ist, werden wir die äußeren Gläser reinpacken. So, hier fangen wir dann mal an mit den ersten Fackeln. Die setze ich immer so. Werde ich auch die nächsten paar Mal noch machen. Eigentlich müssten wir in die andere Richtung bullen, ne? Dann finden wir vielleicht die Ritze. Ich nenne sie jetzt einfach die Arschritze. Die... Ja, das ist Arschloch. Das Arsch, den Arsch der Welt. Genau, das so nennt, so heißt das jetzt. Das ist der Arsch der Welt. Ich habe einen Zombie kotzen gehört. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob der oben ist oder hier unten. Zombie höre, ich glaube, ich höre noch ein Skelett. Ja, ich glaube, der ist oben. Ja, solange mir kein Besuch abstattet, ist er mir ziemlich vain. Halt's Maul! So, Aufnahme läuft noch. Ich sagte, du solltest das Maul halten. Ja, dich meine ich. Dich meine ich, Kollege. Fackeln rein. Also ich finde, das Texture Pack sieht übel cool aus. Wirklich schön. HD-Texturen und alles. Sieht wirklich ganz, ganz schön aus. Ich denke, das lassen wir so. Eisen! Juhu! Ich hoffe, hier ist noch ein drittes. Ja, ja. Oh. Viel Eisen. Bitte, hier hinten ist hoffentlich noch mehr. Ja. Ah, schon fertig. Schade. Aber 9 Eisen, das ist eine gute Bilanz. Für das erste Mal meinen, doch ganz ordentlich. Hätte schlechter ausfallen können. Ich buddel mich jetzt einfach hier so in die Erde, so tief bis es geht, wie es geht. Mache ich immer. Einfach so treppenmäßig einfach runterbuddeln. Und dann fange ich an, so Kanäle zu bauen. Eigentlich sage ich so, hier baue ich mich nach rechts und nach links. Oder in die andere Richtung. Ja. Könnt ihr mir mal sagen, ob das effektiv ist oder ob ich es lieber anders machen soll? Weil bei meiner Weise sieht dann halt einfach die Erde aus wie ein Schweizer Käse. Und da ist unsere Spitzhacke in Rente gegangen. Ist ja gut. Ach! Das ist für Hühner gedacht, nicht für Zombies. Du kannst nachher burnen, mein Kollege. So. Viel Spaß mit Eisenbrennen. Oh, ich brauche ein paar Kohle-Dinger hier. So. Ist ja gut. Irgendwo hier geistert noch eine Spinne rum. So, so, so. Gib mir noch einen Huhn. Wie spät ist es denn? Ich sehe es nicht. Da hinten hat mich ein Skelett im Visier.
Ich nehme mal das Glas hier und verarbeite es zu so Dinger. So Scheiben. Glasscheibe. Jetzt müssen wir uns einfach merken, in einem Glashaus sollte man nicht mit Steinen werfen. Ha, ha, der war uralt. Das ist die einzige Glasscheibe, die wir momentan haben, ne, in unserem Haus. Gibt's hier noch, sind hier noch mehr Viecher drin? Hi, hi, stirb, stirb, stirb. Wie ist der überhaupt reingekommen, Mann? Wow! Stirb, dummes Vieh. Wir sind hier reingekommen. Oh, Enderman. Schnell rein. Kommt schon der nächste, Alter. Die, oh, zwei. Wir sind... Au, au! Durch die Tür hauen sie mich. Unverschämtheit. So. Bogen. Hört auf zu grunzen, ich komme ja gleich. Ich brauche Flint, um mir Pfeile zu machen. Schade. Naja, müssen wir den halt so aufs Maul geben. Na, sobald es Tag ist. Wird's, glaube ich. Ja, es wird gerade Tag. Hervorragend. Wir warten so lange, bis sich der Enderman verzogen hat. Vorher bringt die mich hier nicht weg. So, erstmal einen Eimer. Den Rest können wir da reinpacken. Genauso wie das Glas. Glasscheibe brauchen wir gleich. Wollt ihr rein? Sogar zu dritt? Na, wenn ihr verbrennt, dann dürft ihr draußen warten. Wieso verbrennst du und deine Kumpels nicht? Würde sich der Enderman bitte mal verziehen? Danke. Toter Nummer 1. Wow, wow, nein, nein! Du darfst auch brennen. Brenne! Er hat Fleisch in der Hand. Mein Fleisch! Gib! Stirb! Alter, verreck! Tür zu machen, dass nicht schon wieder so ein Creeper-Vieh reinkommt. So, wo versteckt ihr euch, meine lieben Creepers? Creeper, 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 Creeper. Ach stimmt, die können uns ja seit neuestem anzünden. Deshalb habe ich vorhin gebrannt. Schon gefragt. Verzauberter Bogen. Scheiße. Oh oh, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Komm her, komm raus. Komm raus, komm raus. Das war der Baum. An deinen Schießkünsten müssen wir noch arbeiten. So. Creeper! Nicht bei meinem Haus explodieren. Komm mit. Weißt du was? Wir gehen ins Wasser. Komm, lass uns planschen. Oh, jetzt ist unser Schwert auch in Rente gegangen, Alter. Wie früh die in Rente gehen. Will ich auch. Dumm. Jetzt hauen wir uns ein paar Scheiben rein. Hier so. Das machen wir hier rein. So kriegen wir nämlich auch Holz, womit wir uns dann wie soll ich sagen? Zäune machen können, wo wir dann
unsere Plantage weiter ausbauen können. Ich lasse eigentlich immer gerne zwei frei. Alter, ich muss mich verarschen. Super, ich habe mich ausgeschlossen. Scheiße. Machen hier so eine Ecke rein. Ja, ich mache auch Glasecken. Vor allem beim Ofen. Ich schaue gerne nach draußen, wenn ich baue. Dann brauchen wir hier aber einen Holzblock, sonst sieht es ziemlich kacke aus. So, hier machen wir auch noch mal drei Stück. So. Dann haben wir hier so einen Stock. Nein. Dann holen wir uns noch ein bisschen mehr Holz. Nein, mitkommen. Holen wir uns ein bisschen Holz. Gibt es auch noch ein paar Äpfel obendrauf. Schnee kommt nicht näher, das finde ich gut. Finde ich super. Super ist das. Vielleicht haben wir mehr Glück. Mehr Glück. Haha. Mit Fischen. Hier können wir gefrorene Fische fangen. Beiß an, komm schon, beiß an. Fischi Fisch. Fischi Fischi. Anbeißen. Anbeißen. Komm schon. Beiß.